schönen guten Morgen, liebe Camper. So, schaut mal. Nur mal eben ganz kurz zeigen. 1, 2, 3, 4, 5 mal Victron-Batterien. Neue Batterien sind irgendwo aus, zweimal aus Nisman oder weiß ich nicht. Stehen hier rum, gammeln hier rum. Ja, das ist, ich will das nicht mehr sammeln, ich will das ordnen haben. Kompressorkühlschrank, 240 Liter, Riesenmaschine, 12 Volt. Guck mal, da bin ich jetzt auch dran. Da kommen 10 Wände von, alles in einem Ständer. Und das muss, sollte alles auch für die Messe sein, aber Messe haben sie, ist voll. Wir kriegen keinen Platz. Gut, dann ist es so. Ich habe mich so früh angemeldet im Januar, aber die nehmen erst immer die, die immer kommen. Das haben die uns erklärt. Ich war ja früher auch 3, 4 Mal hintereinander da. Gut, ist halt so. Kann ich nichts dran ändern. So, neues Mikrofon habe ich auch. Ja, und wir haben für 300 Euro so blöde 2 Mikrofone gekauft. Ne, Leon, so ist das, ne? So, jetzt möchte ich euch mal was erzählen. Ja, hier ist viel Arbeit, hier ist immer viel Arbeit. Die stehen alle auf einen Haufen. So, ich bin gestern Abend spät nach Hause gekommen, um 22.30 Uhr. Ich war auf den Lehrgang Gasprüfung. Ne, musste ja alle 4 Jahre oder 3 Jahre, ich weiß auch nicht, neu machen. Auf jeden Fall hat man da auch Post gekriegt. Hier ist keiner mehr zertifiziert gewesen. Man muss den Sachkundenachweis erbringen. Und das jede Menge neu. Bei Gasprüfung aufpassen. Einfach aufpassen. So, das nächste ist, was wir hier sehr oft haben, ist, dass Kunden kommen, ja, die kriegen dann Solar und bla 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 und dann sagen die Kunden, ja, wir haben hier Tankgasflaschen oder wir haben hier einen neuen Regler und wir das, aber der Händler hat das nicht eingetragen, der hatte keine Zeit und tragen wir gar nicht ein, der hatte schon Zeit. Viele dürfen es einfach nicht. Du musst diese Prüfung da ablehnen. Gestern 40 Fragen, ich glaube, ja, waren 40 Fragen, 3, 4 oder 5 darfst du falsch haben. Ich war der Streber, ein Fehler, gut. Okay, waren viele dabei, das war schon schlimm. Waren aber auch viele dabei, die das mit mir da so durchgezogen haben. Aber alles gut. Jetzt ist es so, Tankgasflaschen, Riesenthema. Ja, die haben sich jetzt sehr, sehr stark gemacht mit den Tankflaschen. Das könnt ihr jetzt machen. Das läuft ja schon über 10 Jahre, der Kampf draußen, zulässig, nicht zulässig, bla bla bla. Also, Tankflaschen kannst du einbauen. Aber jetzt kommt der Hammer. Der Kunde darf die Tankflaschen nicht betanken. Ja, ich sage, wie? Nein, darf nur eine Fachkraft von der Tankstelle. Könnt ihr alle, ZKF, Berlin, könnt ihr alle morgen anrufen. Könnt alle in Berlin anrufen, sagen euch genau das Gleiche. Aber ich sage, dann baue ich dem Kunde Tankflaschen ein. Er muss die füllen lassen. Er darf sie nicht füllen, ganz deutlich. 10 Mal wurde das gestern gesagt. Wir haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Warum das so ist, ein Tank ist, glaube ich, R67, das, oder R72, weiß ich nicht. Diese Norm, das ist ein Tank. Die Gasflasche, die befüllbare Flasche ist nach der Norm kein Tank. Es bleibt eine Flasche. Es wurde gestern klipp und klar klargestellt, waren auch 3 Prüfungsfragen über diesen Tank. Aber die befüllbare Flasche bleibt nach wie vor eine Tankgasflasche und kein Tank. Und kannst auch mit Riemen festmachen, kann man gestern auch, dann wurde ja geriemt mit dem Metall und da und 20G und 8G. Nein, weil es ja kein Tank ist. Ja, ich sag, Kinders, hier beim Gasverband, da ist er, verrennt ihr euch da nicht? Nein, das sind nun mal die Normen, das sind die Zulassungen. Waren auch 2 Leute, einer vom TÜV Rheinland und es waren, glaube ich, 1 oder 2 Leute von der Dekra da. Einer Dekra und einer Küss. Diese Sachverständigen, ja, und draußen auch noch viel gelabert und in der Pause. Ja, aber ich sag, Kinder, das geht doch gar nicht. Aber es ist so, die Tankflasche bleibt eine Flasche und kein Tank. Und dann hat man damals gesagt, ja, das ist ja ein Tank oder wird ein Tank, da brauchst du stabile Riemen, alles. Die brauchst du plötzlich nicht mehr. Ganz kurz. Batterie von der Phoenix, 17 von 900 hat sie. Eine.
Batterie ersetzen. Der Testgerät schafft nicht, den Ausdruck zu machen, weil die Batterie auch nur zusammenbricht. Der Phoenix, der draußen steht, das schicke Auto, der ist jetzt, glaube ich, 2,5 Jahre alt. Wir hatten ja hier Schulung, wir wollten den reinfahren, der springt nicht an. Wir haben alles gemacht und getan. Der hat ja von uns auch den Rapid drin, der springt immer rauf und runter, der macht kurz 29 Volt aus. Die Batterien sind beide platt. Müssen wir zwei neue Batterien bestellen. Also, die Flasche ist kein Tank und du darfst sie nicht betanken. Du musst dir eine Fachkraft an der Tankstelle rausholen. Ja? Und das ist der Flüssiggasverband Florian Berlin. Ne? Ja, und da könnt ihr anrufen und dann sagen die, der Götz hat ja Scheiß erzählt. Nein, ich bin gestern Abend um 10 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe da 9 Stunden in dem Bunker gesessen für die Scheißprüfung da. Ich habe es hinter mir, ist fertig, aber unglaublich viele Neuerungen, auch Einspeisung von draußen. Echt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und es wurde auch gestern gesagt, die wissen das. Es wird sehr viel an der Gasanlage gearbeitet. Die Heizung raus oder der Kühlschrank raus oder Stopfen drauf. Es ist strengstens verboten. Es muss sich jeder informieren, ist diese Firma zertifiziert? Kann die mir hinten die Marke draufkleben? Dürfen die das? Das ist dann hinterher eine ganz, ganz heiße Kiste. Ne? Da wurde gestern viel drüber geredet. Ja, da werden ganze Heizungen ausgebaut, wird alles fertig gemacht. Und wenn alles drin ist und da läuft, dann wird der Kunde weggeschickt. Fahr mal eben nach den Herrn Schmitz da, Meier Camping, mach mal eben eine Gasprüfung. Dann soll der den ganzen Scheiß im gelben Heft eintragen, der eingebaut hat. Nein, das geht so nicht. So, also wie gesagt, Tanker, das war schon ein großes Thema. Neues Mikrofon, hier, guck mal hier. 2 Mikrofone, 300 Euro. Dass die nicht wieder was zu kacken haben. Ne? Der Ton ist scheiße. 1965 war der Ton im Radio auch scheiße. War echt auch scheiße. So, du hältst den Mund, ne? Und du hältst auch den Mund. Ja. Hier mal wieder Ordnung hier. Siehst du, guck mal, der lacht nur. Wen haben wir denn hier? Hallo? Na, hier steht die Taschenlampe nur alleine. Ich weiß nicht, wo die alle rumlaufen hier. So. Jetzt gehen wir mal schauen, ob der Jens da was auf die Kette kriegt. Ach, da ist ja auch noch einer. Was machst du denn da? Rückleuchte eben einbauen. Ach ja, die habe ich in 2 Minuten eingebaut. Ja, wir haben Stunden über Stunden gehen hier drauf, Kinder. Samstags muss hier oft, bin ich mit Flo hier drüben, sonntags. Diese Säulen, die stehen jetzt hinten beim Stefan. Du findest auch keine Firma. Dass du mal am Telefon gehst, hören Sie mal, ich muss hier 2 Säulen installiert haben. Können Sie das fertig? Kommt gar keiner. Jetzt haben wir natürlich große Scheiße gebaut. Große Scheiße. Hier machen wir noch einmal auf. Warum? Das mit den Säulen ist mir ja so von heute auf morgen eingefallen, dass da 2 große Säulen hinkommen. Aber die Säulen brauchen auch Strom. Und der Strom kommt von hier. Aus dem Container. Da liegt so eine Pringel von Leitung. Also müssen wir einmal aufmachen. Ist auch gut so. Machen wir auf. Jetzt haben wir eine ganz schmale Schippe für den Bagger bestellt, hat Flo gemacht. Dann können wir direkt Wasserleitung mit reinlegen. Hier, guck mal, alles automatisch, heute Morgen gegossen. Boah, warte mal ab, Kinder, das in 3-4 Wochen, wie das hier wieder aussieht. Guck mal hier, alles fertig, meine Blumen. Das werden wieder riesen, riesen Dinge. Heute Morgen alles automatisch wieder gegossen. Ja, das ist, da ist demnächst für die Camper, da können die mal, wenn die mal was spülen wollen, eine Gans hier von Gastro, ich muss 100% Edelstahl haben, das habe ich denen auch gesagt. Und die muss halten, die war sehr teuer. Das wird noch alles fertig gemacht, hier kommt Wasserhähne hin. So, jetzt wollen wir da mal gucken, ich war gestern nicht da. Dürfen wir mal hier rein? Ich ist da, moin. Aber das, komm mal rein, wenn das Ding hier fertig ist, ne? Wenn das Ding hier fertig ist, dann wird der absolute Hammer. Guck mal hier, die Fliesen, schaut mal an hier, guck mal. Aber wir haben ja auch immer nur stundenweise Zeit. Wir können ja nicht sagen, jetzt bauen wir einen Container. Lass alles liegen, wir bauen nur noch. Dann bist du um 3 Uhr mittags fertig, dann bleiben 2 Stunden über, dann musst du 2 Stunden was fertig machen. Andern Tag kommt ein Kunde vielleicht nicht, dann hast du wieder einen halben Tag, wo man was macht. Aber das wird, Kinders, das wird eine Toilette, die hat manche auch noch nicht zu Hause. Weil ich da, definitiv, was, ja. Das, was wir da gekauft haben, warte mal, was die da gekauft haben. Das wird richtig feines Ding. Guck mal hier, wie das alles. Ganz edle Bodenfliesen kommen hier rein und Beleuchtung, alles. Das wird den richtigen Hingucker, das Ding hier. Aber die Leute, warum mache ich das alle, Jens? Manchmal frage ich mich, warum mache ich das?
Warum? Die können doch pinkeln vom besonderen Gebüsch oder im Wohnmobil pinkeln. Weil andere nicht tun. Ne? Ach, wenn der Götz eine Blume vor seinem Laden stellt, dann stellen die anderen auch eine Blume dahin. Ja? Mhm. Wenn ich einen Stellplatz mache, dann dauert 3 Wochen. Dann, hör mal, wir müssen einen Stellplatz machen. Warum musst du denn einen Stellplatz machen? Ja, der Götz in Witzes hat auch einen Stellplatz. Der hat eine rote Lampe auf dem Dach. Scheiße. Wollen Sie auch haben, klar. Wir machen das auch. Das ist, weißt du, so dieses. Und dann redet man von Kopie. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Nee, das lass mal sein, die Scheiße. Lass mal sein, die Scheiße. Ja. Gut, aber guck mal, da ist natürlich auch ein Gelände, das geht nicht, ne? Guck mal, heute, jetzt sind 3, 4 Autos in der Halle. Die müssen heute Abend alle wieder hier drauf. Weil viele können morgen erstmal am Samstag, der Floß morgen drüben, weil die alle frische Lage geklebt haben. Aber sonst ist er immer voll hier. Die abends anreisen, stehen da alle. Jetzt kommen da noch mal 5 hin. Ja? Dann habe ich 12 Stellplätze, Ende aus. Und viele Leute, die auf der Durchreise sind, die rufen an, ja, wir wollen bei euch übernachten. Ja, dann komm doch, übernachte doch. Nur für WCS-Kunden kommen immer wieder Leute, die sind auf der Durchreise, die übernachten hier. Und das Riesengrundstück war, wir waren schon wieder Halle bauen. Aber dann baue ich mir alles zu hier. Da ist alles so eng, platzt aus allen Nähten, da platzt aus allen Nähten. Egal, lassen wir erstmal so. Das muss jetzt noch gemacht werden. Oh, das ist auch wieder 1,5 Tage Arbeit. Vorne eine neue Kamera, seht ihr hier, das sind Profikameras. Das ist hier so eine Hightech-Firma, so, die machen nur Alarmsysteme, seht ihr hier. Hier ist alles, das ganze Gelände ist überwacht, alles, jeden Winkel. Und vorne müssen wir alles abreißen, die alte Halle auch noch. Aber bis wir die Kamera dran haben, das sind wieder 2, 3 Tage. Muss alles gezogen werden, alles vernetzt werden, alle Kabel. Stunden, was ich hier an Stunden und Geld in diesem Gelände hier, unglaublich. Der macht da den Schlauch in der Erde rein, das wollte ich so nicht haben. Ja, so, liebe Camper, jetzt habt ihr mal wieder ein bisschen Einblick gehabt. Hier ist immer was los. Hier ist immer was los. Ja. Und Werkstatt ist immer randvoll, seht ihr ja, 1, 2, 3, 4. Vorne steht einer auf der Grube, 5 und einer steht bei mir in der Halle, sind 6. Gut, und wenn im Winter fahren wir die Autos durch, weil dann kriege ich 2 hintereinander. So sieht das aus. Aber heute laufen sie alle draußen rum hier, ne? Ja, ja. So, liebe Camper, bleibt mir gesund. Heute soll viel Regen kommen. Am Wochenende haben wir Kommunion, der Leon hat Kommunion und dann haben wir auch ein Scheißwetter. Da müssen wir jetzt am Wochenende was bauen, irgendwie ein großes Zelt. So sieht aus. Aber man müsste mehr Firmen kriegen. Ruf eine Firma an, die sollen die Säulen fertig machen. Mach fertig, mach das Loch auf, leg mir die Wasserleitung an, schick mir die Rechnung. Kommt keiner. Ich habe auch gesagt zum Flur, kann doch nicht sein. Meine, Monate, du musst alles selbst machen, sonst bist du verloren. Dann wird das gar nichts mehr. Vorne alles neu gestrichen, alles neu geschliffen. Ruf mal einen Anstreicher an, ruf mal einen Maler an. Dann soll das mal alles fertig machen. Ja, passen Sie auf. Ja, November. Dezember können wir kommen, dann kannst du kommen, dann ist Winter, dann kannst du Fensterbänke nicht streichen. Schade. Wir machen alles selbst. Wir sind hier Allrounder. So, liebe Camper, bleibt mir gesund. Denkt dran, was ich euch gesagt habe mit der Gasgeschichte, ist echt bescheuert. Aber du darfst sie nicht tanken. Ja, Flüssiggasverband Berlin, könnt ihr anrufen, kriegt ihr die gleiche Antwort. Wie damals mit der Klimaanlage. Kühlen während der Fahrt, ach, der spinnt doll, der hat doch keine Ahnung, der ist doch ein blöd, Mann. Ja, ja, und Truma hatte noch nicht mal einen Arsch in die Hose dazuzugeben. War ich auch im Recht, aber egal, müsst ihr wissen, was ihr damit macht. Ob ihr tankt oder nicht tankt oder mit leeren Flaschen fahrt, das ist mir eigentlich egal. So, Daumen hoch, ich muss noch was tun.